Ab Januar 2018 tritt Dr. Nicole Fritz ihre Stelle als neue Direktorin und alleiniger Vorstand der Kunsthalle Tübingen an. Dadurch beerbt sie Professor Dr. Götz Adriani und leitet damit auch eine neue Ära für die Kunsthalle ein. Im Rahmen der Vorstellung des Programms der Kunsthalle Tübingen für 2018 und 2019 lobte Fritz die Tradition, gab aber auch gleich die Richtung für die Zukunft der Kunsthalle vor. Das ist ein Haus, in dem Kunstgeschichte geschrieben wurde, mit einer reichen Tradition. Und ja, was mich verbindet, ist sicherlich die Leidenschaft für Kunst und Künstler, die hier gepflegt wurde. Jeder sagt mir, dass es nicht einfach ist. Das finde ich, macht es umso spannender, weil ich einfach das Potenzial sehe dieser Kunsthalle. Ich möchte es ins 21. Jahrhundert führen. Ich möchte es weiterentwickeln in Bezug auf partizipatorische Aspekte, Digitalisierung, also Innovation und auch Vernetzung. Für Oberbürgermeister Boris Palmer ist Nicole Fritz ein Glücksgriff. Sie habe man aus den vielen Bewerbern schlicht deshalb ausgewählt, weil sie die Beste sei. Daher erwartet die Stadt auch einiges von diesem Wechsel. Ja, wir haben natürlich eine hohe Erwartungshaltung. Einerseits soll hier Kunst, die national, mindestens vielleicht sogar international Aufmerksamkeit findet, präsentiert werden. Und wir wollen auch, dass Fachleute die Kunsthalle Tübingen wiederentdecken als Ort, zu dem man einfach hin muss. Gleichzeitig wollen wir aber auch, dass für alle in der Stadt und in der Region die Kunsthalle ein Ort ist, wo man Interessantes sehen kann, verstehen kann, erleben kann. Also ein Spagat, der schwierig zu bewältigen sein wird, aber genau die Herausforderung hat Frau Dr. Fritz auch angenommen. Wir sind gespannt, wie das jetzt klappt. Das erste von vielen Projekten, Sexy and Cool, das ab Ende März 2018 zu sehen ist, knüpft noch einmal an die Tradition der Kunsthalle an. Es war Minimal Art hier ausgestellt in dem Haus. Wir fragen nach dem Nachleben der Minimal Art in der Gegenwartskunst, aber insofern, dass wir zeigen, dass die Künstler heute auf Minimal Art zurückgreifen, aber diese Tradition auch sensitivieren, sensibilisieren und emotional aufladen. Auf die zukünftigen Ausstellungen der Kunsthalle Tübingen und ob der Sprung ins 21. Jahrhundert erfolgreich ist, darf man auf jeden Fall gespannt sein.